Hey Leute, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir haben in der letzten Folge ja noch so ein paar Statuspunkte eingesammelt, haben dann noch eine Aufgabe erfüllt, sind hier ins Hellendock nach. Jetzt muss ich nochmal direkt gucken, wie das System heißt. Niri geflogen, haben hier noch direkt eine zweite Aufgabe abgegeben und zwar einfach eine Spende von knapp 3700 Credits und haben jetzt aber keine weitere. Können wir nochmal bitte warten, angucken. Keine weitere Aufgabe, die wir mit zurücknehmen können. Nö, gut. Lassen wir so, denn wir haben hier im System, in Niri, noch zwei Abschussmissionen. Muss ich jetzt erstmal schauen, wie heißen die? Dev Eldock und Richard Brown. Dev Eldock und Richard Brown. Okay. Die suchen wir uns. Prügeln die aus dem Frameshift. Es sei denn, es sind welche, die wir so in der Signalquelle finden können. Ich wähle das bloß mal als Anhaltspunkt, das Navigationssignal. So, dann schauen wir mal, wer sich hier in den Kontakten auftut oder ob wir eine Signalquelle finden. Wir müssen mit Sicherheit erstmal ein paar Meter weg vom Hellendock. So, wer fliegt denn hier rum? Ein Adder. Das ist höchstwahrscheinlich nicht unser Ziel. Hier haben wir eine Signalquelle. Da können wir direkt mal reinschauen. Vielleicht ist das einer der beiden Gesuchten. Da links unten kam, glaube ich. Ach nee. Das ist ein Planet weiter hinten. Ich dachte gerade, da kam noch eine zweite Signalquelle hinzu. Wen haben wir denn dabei? Eine Viper, eine Cobra, eine Viper. Haufen Viper. Vielleicht haben wir aber ein bisschen Kopfgeld. Oh ja, tatsächlich. Der ist sogar gesucht. Holen wir uns. Komm her, Jay. Bist du im Wing unterwegs? Nö, das ist er nicht. Kompetent vom Kampfrang her, wunderbar. Oh, schickes Flugmanöver, Freundchen. Hilft dir trotzdem leider nicht weiter, denn das war schon für dich. Wir haben noch zwei Viper hier drin, die nehmen wir uns noch mit. Oh ja, da wird gekämpft. Experte. Super. Ah, doof geflogen. Musste mir gerade an der Nase kratzen. Die juckt immer im unnötigsten Moment. Das kennt er wahrscheinlich. Komm schon. Hast du nicht mehr viel. So, da war noch eine Cobra. 35.000 gab es nochmal dazu. Bei der ist aber alles okay, okay. Gut, dann gehen wir auch wieder in den Supercruise-Modus und suchen nach den beiden gesuchten Personen. Nur um wirklich nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Genau, das ist auch das System, wo die Questmarkierung drüber steht. Müssen wir halt jetzt schauen. Entweder die kommen uns hier im Supercruise entgegen, dann sehen wir sie hier oder hier vorne direkt raus oder kommt direkt eine Signalquelle. Wunderbar, das geht ja hier relativ schnell. Typ 9 Transporter. Dem ist alles okay. Das war aus der Massensperre von dem raus, ey. So ein fettes Ding, der Typ 9 Transporter. So. Suche dringend nach Abfallmaterial. Ja, von uns nicht.
Immerhin kommen die Signalquellen schön schnell, wenn schon keiner hier im Supercruise auftaucht. Oh, das sieht gut aus, hat schon keine Schilde mehr, das wäre natürlich optimal. Richard Brown, ist er auch gesucht? Bitte, 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 bitte. Gesucht, wunderbar. Tja, da gehe ich dem direkt mal auf den Sack. Dreier Wing, zwei kleine Schiffchen, was ist denn das? Zwei Eagles sind das, glaube ich. Okay, jetzt greift uns auch die Eagle an. Hau ich mal ein Düppel raus. Ich liebe die Dinger. Der davon wirft schon so ein paar Sachen ab. So, Freundchen. 66.000, nice. Dann nehmen wir noch die beiden Eagle uns zur Brust. Wenn sie nicht alle beide abhauen. Ne, der nähert sich uns. Nicht direkt in den Rückflug gehen. Das klappt bei der Eagle nicht so gut. Oh, ich komme da nicht hinterher. Das ist traurig. Oh, ich stelle mich gerade so doof an. So, jetzt aber komm jetzt her hier. Dein scheiß kleines Schiff. Hört sich doch gut an. Target destroyed. So, das haben wir abgeschlossen. Wunderbar. Container, Schrott. Ha. Okay, einen brauchen wir noch. Und das ging ja relativ flott. Das war, glaube ich, die 100.000er Mission, oder? Wenn das die 300.000er gewesen ist, dann war das echt nicht schwer. Vor allem ist die Python ohne Schild rumgeflogen. Oder die hatte das vorher schon irgendwo verloren. Das ist fertig. Ah ne, das war die 100.000er, uiuiui. Deathlock, guck mal, da ist er doch. Den brauchen wir. Mission Target. Den müssen wir aus dem Frameshift ziehen. Da sind wir direkt mal hinterher. Wir können den erst rausholen, wenn wir eine gewisse Geschwindigkeit erreicht haben. Das sehen wir dann, wenn die landen. Na, Mahlzeit, Captain Steelhawk. Kommen wir da jetzt noch hinterher? FSA-Unterbrecher, komm schon, aktivier dich. Ich hätte halt keinen Sogwolkenscanner dabei, wenn er uns jetzt hier abhanden kommt. Ach komm schon, wir brauchen eine gewisse Geschwindigkeit. Okay, gleich müssten wir ihn kriegen. Jo, jetzt können wir ihn rausziehen. Ich hoffe, der kleine Frameshift-Unterbrecher, der macht sein Ding gut. Was ist das? Eine Python? Ich hoffe, der ist gesucht. Jawohl, wunderbar. Ah, der ist halt nicht gesucht, das ist schade. Ist egal, da bringt uns 300.000 Experte. Was sei denn, der schießt auf uns? Jetzt sind die anderen beiden Schiffchen noch dazu gekommen. Wenn der als erstes auf uns schießen würde, wäre natürlich noch geiler. Dann wäre er gesucht und wir würden keine Strafe bekommen. Okay, ich greife mal. Ja, toll, die hat uns jetzt zwar angegriffen. Eine Vulture, Alter. Nehme ich mir erstmal die vor. Die hat uns doch vorhin angegriffen, oder? Wieso ist sie nicht gesucht? Ah, diese düppelt schon rum. Sie wird mir halt rot markiert angezeigt. Macht aber nicht viel. Ich auch direkt auf den gehen können.
glaube, das mache ich auch. So. Das ist halt doof, wenn wir dann jetzt hier immer so eine Strafen bekommen. Ich meine, das ist eine Mission fürs Imperium und genau da bekomme ich dann die Strafe. Sicherlich hat er nichts gemacht, zumindest wird es halt so angezeigt, dass er nichts gemacht hat. Ich tippe mir gerade übelst einen ab, weil unser Schild gleich im Arsch ist. Ist aber nicht verwunderlich, wenn die Vulture noch auf uns schießt. Aber der ist auch gleich breit. Ach fuck, komm schon. Okay, Schild ist weg. Der ist auch weg und dann machen wir uns aus dem Staub, würde ich sagen. Ja, ab zurück nach Morana. Wir sind halt hier auch gesucht, das nervt halt ganz schön. 6000, das hält jetzt auch wieder 5 Tage. Oh, kann man das irgendwie umgehen? 91% Hülle noch, naja gut. Geld haben wir jetzt genug, wenn wir die beiden Aufgaben abgeben. Gelohnt hat sich es dahingehend schon. Sind jetzt über 400.000, dann die paar Kopfgelder, die wir noch gemacht haben. Ich bin mir halt immer nicht sicher, ob ich gesucht in so eine Station fliegen sollte oder ob ich sie lieber lassen soll. Naja, 3, insgesamt 4 Missionen haben wir jetzt gemacht in dieser und der letzten Folge. Fürs Imperium. Das ist eine gute Quote. Gerade mit den beiden großen Abschussmissionen, die wir jetzt gemacht haben. 112.000, 300.000. Dann hier haben wir noch irgendwo selber Kopfgelder. Vorher konnte man die halt vor dem Update noch selber bezahlen. Wenn man irgendwo Mist gebaut hat, jetzt kann man das halt nicht mehr machen, sondern man muss ausharren und warten, bis die Zeit vorbei ist. Deswegen wollte ich es eigentlich vermeiden, dort im Niri-System Kopfgelder zu erspähen. Falls ich mir dort nochmal ein Schiff oder irgendwas kaufen will. Das Gute ist, wir nehmen uns dann einfach mal, wir können es ja mal probieren, mit einem kleinen Schiff und versuchen da mal reinzufliegen in so eine Station. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Müssen wir jetzt nicht machen, mache ich jetzt auch nicht. Ich meine bloß, oder ich probiere das mal offscreen. Müssen uns doch lieben, oder? Wenn wir hier zwei solche geilen Missionen erledigt haben. Bin mal gespannt, wann die nächste Rangaufstiegsmission überhaupt mal auftaucht oder ob es die überhaupt noch gibt. Oder ob man direkt irgendwann einfach nur einen Rang höher ist. Ich denke mal, die gibt es trotzdem noch, die Rangaufstiegsmission. Aber ich fand es gerade schon ziemlich geil, dass da eine Vulture mit dabei hatte. Ich weiß gar nicht, was das andere Schiff war, ob das auch nochmal eine gewesen ist. Wir haben immer noch kein Schild. Ich darf jetzt hier keinen Fehler machen. Wenn ich jetzt hier irgendwo einraste, hat sich's nämlich erledigt. Oder wie würde es denn aussehen, wenn ich mir ein kleines Schiffchen kaufe und ich aus Versehen sterbe? Hust. Dann war es doch immer so, wenn ich gestorben bin, war doch hier drüben aus der Liste alles gelöscht. Das heißt, ich müsste doch dann auch die ganzen Kopfgelder und so weiter los sein, oder? Geht das noch oder bleiben die trotzdem? Ja, das sind so Sachen, die könnte man echt mal probieren eigentlich. Mal schauen. Boah, was denn jetzt? Jetzt ist gerade aufs Übelste ein abgeruckelt auf 35 Frames.
Nanu? So, wunderbar. Reparieren, das ist recht günstig. 1200 für knapp 10% bloß. Na gut. Geil, geben wir die Aufgaben ab, alle beide. Bitte warten. Wieder mal, kommt schon ein bisschen schneller heute. Jawohl, abschließen, sehr gut. Und das schließen wir auch noch direkt ab. Boah, eine 500.000. Alter, was ist los? Zivilist, ich schieße doch keine 14 Zivilisten ab. Da kriege ich ja Kopfgelder ohne Ende in dem System. Anku. Ist das ein Bergbausystem? Alter, aber 564.000. Uiuiui. Wo ist denn Anku? Das ist da oben. Was ist denn das für ein System? Ist auch ein Hightech-System. Ich kann noch. Ach, stimmt, da war die Station so weit weg. Puh, ich kann doch keine 14 Zivilisten da wegbrezeln, ey, aber 564.000, Alter. Ich nehme die jetzt einfach mal an. Punkt. Nicht, dass sie nachher weg ist, wenn ich hier gleich raus bin und mir erstmal die Kopfgelder hole. Ja, wir bekommen nicht alles, wir müssen in Niri die anderen noch einlösen. So, schwarze Brett, da hatten wir doch noch eine Kuriermission. Wo geht's dahin? Nach Niri. Allerdings in Koroljov Vision. Ach, guck mal, wegen erforderlicher Erkundungsrang Pistensucher. Genau, den haben wir ja jetzt. Na? Will manchmal nicht so richtig. Das wäre hier. Da müssten wir hin. Ach komm, die machen wir noch. Wir machen das jetzt einfach mal. Das ist ja ein Außenposten, da werden wir so oder so nicht gescannt. Es lädt heute ganz schön lang. Oh, was haben wir denn hier noch? Unbefugt. Nochmal 12 Zivilisten in Niri. Da haben wir eh schon Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Ich nehme es einfach mal mit. Unbefugten Handel. Ist ganz schön krass mit den Zivilisten. Ich habe es jetzt einfach mal angenommen, ob wir die machen. Ja, schauen wir mal. Aber die beiden Missionen würden halt 1.000.000 bringen. Könnte ich da nicht einfach 12 am Navigationspunkt wegbrezeln? Wobei, ich glaube, dann hassen sie uns echt endgültig. Dann brauchen wir uns da überhaupt nie wieder blicken lassen. Schon eine schwere Entscheidung, ob man das dann macht oder nicht. Wir sind eh schon am Arsch in Niri. Wir geben erstmal die Kuriermission ab. Obwohl, nö. Wir schauen uns gleich das Navigationssignal an. Das schlummert ja direkt am Stern rum. Da müssen wir dann nicht so weit fliegen. Beziehungsweise doppelt hin und her fliegen. Das Ding ist, du machst halt eine Mission fürs Imperium. Allerdings kriegst du dann auch vom Imperium auf die Finger gehauen. Wenn du denn so einen Mist machst, weil du halt Zivilisten abschießt und dafür Kopfgelder bekommst. Vielleicht sind das ja spezielle Zivilisten, wo es nicht so schlimm ist, wenn da die einen oder anderen bei Hops gehen. Okay, einmal halb um den Stern drumherum. Da wird es rechts unten angezeigt, haben wir halt direkt mal gesucht. War ja klar. Der Ruf ist halt hier runtergegangen fürs Imperium. Wahrscheinlich wegen den Kopfgeldern. Und wenn ich jetzt hier so viele abschieße, bin ich doch direkt am Arsch. Ich will bloß mal sehen, ob da wirklich Target angezeigt wird. Wenn ich hier normale Schiffe anvisiere im Navigationssignal, wobei wir wahrscheinlich eh gleich auf den Sack kriegen. Durch die Systemsicherheit, weil wir halt ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt haben.
Das werden wir gleich sehen. Wir sind ja gleich da. Das wäre halt tatsächlich einfach Leute abschießen. 12 Stück. Boah, ich weiß es nicht. Also, ehrlich gesagt, möchte ich das nicht noch unbedingt weiter auf die Spitze treiben. Wäre es mir nicht wert, wenn ich jetzt hier über 20 Leute abschieße, die halt nicht gesucht sind. Ich glaube, dann würde, hätte ich es mir erstmal richtig übel mit dem Imperium verscherzt. Wegen dem Kopfgeld oder so wäre es mir scheißegal, wenn ich da halt irgendwie eine Woche oder so noch länger warten müsste. Nein, nee, 12 Zivilisten und dann hier auch nochmal 14. So schön wie es wäre mit dem Geld. Machen wir nicht. Liefern wir lieber die Probe hier noch ab im Koroljov Vision. Ach genau. Ah, hat sich nichts getan. 180 nach wie vor. Trotz zweier Abschussmissionen, die übrigens hervorragend geklappt haben, vielleicht bis auf die zweite, als es uns die Hülle ein bisschen angekratzt hat. Hier ist ja wieder egal, wie ich anfliege beim Außenposten. So. Hoffentlich bekommen wir heute eine Landeerlaubnis, nicht wie an dem einen Tag, als uns nicht landen lassen wollten, als alles besetzt war. Danke. Oha, das geht auch. Landeplatz 1, gleich hier oben, oder was? Sieht zumindest von Weitem so aus. Ja, dürfte da sein. Wunderbar. Geben wir das noch ab und dann war es das auch für heute. Bitte warten. Alter, was haben die denn hier für Abschussmissionen? 5 Stück. Das sind halt immer die besten mit Piraten, aber ich möchte hier für den Außenposten keine Missionen fliegen. Schon gar nicht in Gebieten, wo wir gesucht werden. Oh, hier, guck mal, können wir nochmal 111.000 Kopfgelder einlösen. Das ist halt dumm, dass ich hier die Strafen nicht bezahlen kann. Handelsdividende, ach so, ja, okay. Na gut, das war's dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.